Hallo und herzlich willkommen zurück bei Through the Darkest of Times. Wir haben ein bisschen versucht, gerade den Widerstand gegen die Nazis zu formieren und heute sind wir am 22. Februar 1933 und Else Müller möchte mit uns sprechen, denn sie sagt, Else Müller zieht mich nach dem Treffen und einer heftigen politischen Diskussion beiseite. Wie lange wollen wir Hubert Hofers Unverschämtheiten eigentlich noch ertragen? Das muss aufhören. Was meinst du? Hubert Hofer ist ein unverbesserlicher Sozialdemokrat. Seine Ansichten schaden uns auf Dauer. Ohne ihn wären wir besser dran. Beide sollen bleiben. Auch wenn ich weiß, dass es krachen wird. Das ist besser. Hör zu, Else. Wir sind alles Menschen mit unterschiedlichen Ansichten und Meinungen. Aber uns eint der Kampf gegen das Regime. Du musst diese Unterschiede aushalten oder die Gruppe verlassen, sage ich. Ich glaube, du machst einen Fehler, erwidert Else. Ende der Szene. Ich glaube nicht, denn... Okay, wir müssen die Leute bei Laune halten. Ne? Okay, Druckerin Anna Müller hat Farbrollen von ihrem Arbeitsplatz gestohlen und hat sie uns gespendet. Wir können jetzt manuell Flugblätter erstellen. Das wär's doch. Kann sie das machen? Okay. Kann er das machen? Okay, Hubert Hofer könnte das gut. Dann lassen wir Hubert Hofer lassen. Was denn nicht? Huch. Das Spiel hat sich aufgehangen bei mir. Kann ich irgendwas? Ah, jetzt. Oh, das geht nicht. Okay. Dann würde ich ihm das einfach zuweisen. Das ist okay. Ah, jetzt geht's. Okay. Dann würde ich die beiden hier zuweisen. Und ich würde neue Unterstützer suchen. So. Wobei wir eher nur einen bekommen. Das heißt, ich würde sie hier zuweisen. Und ich glaube... Wir haben noch ein bisschen Geld. Ich würde nochmal Papier holen. Damit wir weiterkommen. Wir müssten Unterstützer irgendwann dazu holen. Das ist, glaube ich, das Problem. Haben wir Kontakte? Mark wurden gespendet, wir haben einen Unterstützer verloren. Okay. Was passiert jetzt? Josef Müller möchte Papier kaufen, um seine Spuren zu verwischen. Ah, das kennen wir schon. Okay. Zwei haben wir. Jetzt kommt was Neues. Hubert Hofer schreibt und produziert die ganze Nacht Flugblätter von Hand. Jemand hat beobachtet und es gibt ein Zeugen. Stecken. Ruhig bleiben und weitermachen. Der Augenzeuge geht wieder. Es ist harte körperliche Arbeit und obwohl er sein Bestes gibt, produziert er nur eine geringe Menge. Okay. Es ist okay. Hm? Wahrscheinlich wegen den Störern. Also Müller spricht mit engagierten Unterstützern, um herauszufinden, ob sich... Genau, das kennen wir ja. Drei sind wieder da. Sie hat ein hohes Allgemeinwissen. Hildegard Knoblauch. Würde ich sie nehmen. Sie ist halt nationale Konservative, aber... Gut. Es ist spät und ich sitze in einer Bar am Hackischen Markt. Da stirbt ein Mann rein durch die Tür und schreit, der Reichstag brennt! Die Kommunisten haben den Reichstag angezündet! Nach draußen laufen. Ich lasse mein Getränk stehen und stürze nach draußen. Trotz der späten Stunde sind die Straßen voller Menschen. Der Nachthimmel über dem Reichstag ist in glühend rotes Licht getaucht. Die Szene ist unwirklich. Wie furchtbar. Warum stehen wir alle hier noch rum? Fragt eine Frau im Pelzmantel in der Runde. Wir sollten dorthin und schauen, was los ist. Die Leute um sie herum stimmen zu und es bildet sich eine Gruppe. Der Gruppe anschließen. Ich schließe mich der Gruppe an und zusammen gehen wir durch die leeren Straßen Richtung Reichstag. Je näher wir kommen, desto mehr riecht es nach Rauch und Feuer. Bald ringe ich nach Luft. Der Rauch beißt in der Nase. Den Schal über die Nase ziehen. Auf der Brücke, die zum Reichstag führt, werden wir von einer Polizeipatrouille angehalten. Straßensperrung, sagt der Polizeibeamte. Bitte gehen Sie! Die Menge anschauen. Auf der gegenüberliegenden Seite der Brücke steht der Reichstag in Flammen. Auf unserer Seite versammeln sich immer mehr neugierige Zuschauer. Thank you.
Frau mit dem Pelzmantel war eigentlich interessant, ne? Weil sie war so eine kleine Führerin. Ich wende mich an eine Frau im Pelzmantel. Ich erkenne sie wieder. Das ist die Frau aus der Bar, die die Gruppe animiert hat, hierher zu kommen. Und? Was glauben Sie? Wer ist hierfür verantwortlich, fragt sie mich, bevor ich etwas sagen kann. Das wollte ich sie auch gerade fragen. Wie zum Teufel soll ich das wissen? Sie zuckt mit den Achseln. Ich kann Ihnen nur sagen, dass die Lage sehr unangenehm geworden ist, seit diese kleinen, aggressiven Witzfigur an der Macht gekommen ist. Und das hier, sie zeigt auf das Fell, das hier trägt seine Handschrift. Aber das haben Sie nicht von mir. Natürlich nicht. Verstanden. Ich nicke. Gut, lächelt sie. Leute wie ich haben schon genug Ärger. Leute wie Sie, frage ich nach. Sie sind in Ordnung, denke ich, sagt sie und ignoriert meine Frage. Wenn Sie mal Lust haben, zu guter Musik zu tanzen, Sie wissen schon, die Art von Musik, die unsere neuen Herrscher verachten, dann kommen Sie vorbei. Sie gibt mir eine Visitenkarte mit der Aufschrift Giraffe Tanz Bar Cabaret und verschwindet in einer Menge. Immer mehr Feuerwehrleute treffen ein. Ich spreche mit dem Mann in Uniform, der muskulöse, der macht mir Angst. Ich nähere mich einem Mann in schäbiger Kriegsuniform. Er dreht sich zu mir und schaut mich an. Was willst du? Keift er mich an. Wer hat den Brand gelegt? Wer hat den Brand gelegt, frage ich ihn. Die Kommunisten natürlich. Und die Juden. Eigentlich gibt es keinen großen Unterschied zwischen den beiden. Er hebt seine Stimme. Aber das wird ihr Todesurteil sein. Sie werden das deutsche Volk nie wieder angreifen. Hitler wird keine Gnade zeigen. Sie sind fertig. Fertig! Ich habe die Nase voll. Die Polizei wird aggressiver und drängt die Menge mit Gewalt zurück. Ich habe genug gesehen, ich gehe nach Hause. Es ist schon spät. Als ich endlich zu Hause ankomme, ich schlafe sofort ein und habe Albträume vom Feuer und den merkwürdigen Menschen, denen ich begegnet bin. Diese Nacht lässt Schlimmes voraus ahnen. Tanzende Giraffe. Wir hätten mit dem muskulösen Mann sprechen sollen. Okay. Weil der Mann in der Uniform, es war eigentlich klar, dass er Hitler unterstützt, weil er ja letztendlich im Staatsdienst war und ich schätze, dass genau das passiert meist. Also er fühlt sich ja auch noch als Soldat und dem Land zugeordnet und denkt, das war eigentlich ganz gut und wir wissen ja, dass das alles, was nach dem Ersten Weltkrieg kam, auch ein Ergebnis mitunter des Ersten Weltkrieges war, mitunter, wohlgemerkt, ne? Unbekannte Täter brennen den Reichstag nieder, Nazis ordnen Gegenmaßnahmen an, bezeichnen den Vorfall als kommunistischen Terror, um die rechtmäßige deutsche Regierung zu stürzen. Nach dem Reichstagsbrand sagt Hitler, die Verteidigung Deutschlands und der Kampf gegen den kommunistischen Terror seien jetzt wichtiger als Bürgerrechte. Eine neue Verordnung setzt die meisten verfassungsmäßigen Bürgerrechte aus und erlaubt, dass der SA politische Gegner, insbesondere aus der kommunistischen Partei, zu verhaften. Ohne Beweise. Oder vielleicht hatte er gefälschte Beweise. Also, Elsa Müller nimmt mich zur Seite. Ich muss dir von meinem Bruder erzählen. Ich hätte nie gedacht, dass es so weit kommen würde, aber du kannst mir vertrauen. Schon gut, du kannst mir alles erzählen, sage ich. In Anführungszeichen. Oh Gott, Leute. So kleine dumme Fehler. Ich bin jetzt voll der Grammar-Mensch. Else seufzt und schaut auf den Boden und dann mir ins Gesicht. Gestern Abend ist er im braunen Hemd zu Hause aufgetaucht. Oh, du bist in Gefahr. Wenn er herausfindet, dass du Teil unserer Gruppe bist, landest du im Knast, sage ich. Das brauchen wir nicht gleich alles zu wissen, sagt Else und blickt auf die anderen. Ich habe eine Idee. Mein Bruder vertraut mir. Das weiß ich ganz genau. Für uns könnte das eine Riesenchance sein. Ich könnte über ihn an nützliche Informationen über die SA kommen. Stimmt eigentlich, ne? Wir machen dich zu unserer Informantin. Also gut, dann machen wir es. Hoffentlich findest du wirklich etwas heraus und wirst nicht erwischt. Bitte sei vorsichtig. Endlessly. Okay. Oh, hier sind viele neue Sachen aufgetaucht. Die Wahrheit befreit. Ah, jetzt können wir Sachen so, wo es weh tut. Oh, der Ausbruch. Tanzen in der Giraffe. Oh, die sind hier echt überall jetzt, ne? Ich weiß nicht, was das ist. Kann man nochmal zurückgehen? Wenn wir auf dem höchsten Gebäude am Alexanderplatz ein Banner aufhängen und gleichzeitig kritische Flugblätter verteilen könnten, würden viele Leute erfahren, was in Hitlers Deutschland wirklich vorgeht.
Ich würde das ungern machen. Kann ich hier wieder raus? Ah, abbrechen, okay. Ist damit Unterstützung in liberalen Kreisen, okay. Wir haben keine Flugblätter gerade. Oder nicht genug. Oh, wir können keine Leute an... Oder wir können die hier vielleicht noch kriegen. Okay. Dann gucken wir mal. Wir haben mehr Papier. Ich würde in der Giraffe tanzen gehen. Eine Frau in einem Pelzmantel, der ich in der Nacht begegnete, in der der Reichstag niederbrannte, gab mir die Adresse eines Nachtclubs in Ost-Berlin. Wenn sie jemals Lust haben, zu undeutscher Musik zu tanzen, besuchen wir sie uns. Ah. Okay, machen wir. Wir gehen alle tanzen. Planung beenden. Mal schauen, was passiert. Einen Unterstützer verloren, unsere Unterstützer spenden 4 Mark. Mal schauen, was passiert. Oh. Wir reisen in den Osten Berlins und besuchen einen Nachtclub, empfohlen von jener Frau im Pelzmantel, der ich in der Nacht des Reichstagbrandes begegnet bin. Hineingehen. Die Frau mit dem Pelzmantel steht gleich am Eingang und erkennt mich sofort. Oh, Sie sind es. Sagt sie. Kommen Sie rein. Hier ist Berlin noch so, wie es früher war. Wir haben die ganze Nacht durchgetanzt, völlig selbst vergessen. Es war wundervoll. Wir gehen erst im Morgengrauen. Die Sonne steht dann schon am Horizont. Das hat gut getan. Wir müssen das retten. Die Musik gehört allen und wir müssen sie retten. Ende der Szene. Okay. Den Text kennen wir. Und wir haben mehr Moral. Ah, deswegen. Okay, gut, das ist so ein Moral-Ding. Die 5. März, die Reichstagswahl. Die Ergebnisse der Reichstagswahl vom 5. März 1933. 43% wählten die NSDAP. Nazi, die NVP-Koalition hat nun die Mehrheit der Sitze und stellt die Regierung. SA und Polizei suchen Wohnungen und Treffpunkte von Kommunisten in der ganzen Stadt. Beschlagnahmen, Publikationen verhaften Hunderte, darunter einige Mitglieder des Reichstags. Entschuldigung, ich musste gerade gehen. Ich bin irgendwie so erschöpft vom vielen Lesen. Zu Ehren des historischen Wahlsiegs der NSDAP entscheidet das Bildungsministerium, dass alle Schulen und Universitäten an diesem Mittwoch geschlossen bleiben. Na, wird gleich gefeiert quasi. Aufgeregt kommt Else Müller auf mich zu. Ich hab's geschafft. Wie bitte? Was hast du geschafft, frage ich. Else redet weiter. Erinnerst du dich an meinen Bruder? Der ist in der SA. Ich sollte doch versuchen, an Informationen zu kommen und ich habe es geschafft. Ich habe etwas, womit unsere Gruppe arbeiten kann. Fantastisch, sage ich. Legen wir los. Ende der Szene. Okay, wir haben mehr Moral und das Spiel wurde gespeichert. Genau, wir haben jetzt getanzt, damit haben wir auch eine Unterstützung bekommen. Wir müssen viel mehr Unterstützer finden, das ist glaube ich so. Der hier. Der hier. Der hier? Nee. Also wir brauchen mehr von denen. Wir haben noch ein paar Flugblätter und einen Papierstapel. Ich würde sagen, die Damen gehen Papier machen. Sie hat das Allgemeinwissen. Ja, doch, das packen wir. Und... Oh, wir haben... Hä? Doch Papierstapel, hä? Das finde ich gerade so ein bisschen... Aber vielleicht können wir das tatsächlich gerade nicht machen. Dann sammeln die Damen mal Spenden. Das ist doch gar nicht mal so schlecht. Okay. Planung beenden. Jo. Wir haben einen Unterstützer verloren und 4 Money bekommen. Die haben wahrscheinlich hoffentlich viel gespendet. Else Müller besucht die treuen Unterstützer. Oh, taucht die Polizei auf. Verstecken. Die Polizei geht wieder. Sie ist erfolgreich. Die Menschen sind schockiert von der jüngsten Gräueltat des Regimes und sind bereit, der Gruppe zu teilen. Else denkt, dass sie gesehen wurden. Neues Ministerium. Josef Goebbels gründet das Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda. Gewählte Abgeordnete der Kommunisten sitzen in Nazi-Gefängnissen und werden am Betreten des Reichstages gehindert. Die Bremer Volkszeitung und Schwäbische Tagwacht sind die letzten SPD-Zeitungen, die nun aufgrund des Verbotes geschlossen wurden. Okay. Vor dem Treffen wirkt Franz Wall abgelenkt und ist ungewöhnlich. Was ist los, Franz? Er schaut auf
Es geht um meine Frau. Sie ist die ganze Nacht nicht nach Hause gekommen. Was, wenn die es anspielt, ist, wenn sie gefangen ist? Wir werden dir helfen. Keine Sorge, wir halten zusammen, beruhige ich Franz. Wir werden sie suchen und finden. Wir müssen die Frau von Franz, weil es verschwunden, wir müssen herausfinden, was passiert ist. Wir haben keine Kohle mehr, hä? Hoppala. Oh, die SA ist natürlich hier jetzt in der Gegend. Die sichert natürlich den Bereich hier ab. Okay, also die Figuren bewegen sich auch. Also da hinten sind jetzt keine, aber wir können da auch gerade nicht hin. Das ist halt so das Üble. Sehr komisch, weil eigentlich haben wir das Geld hier. Wir könnten das holen. Wir können auch nochmal mit den Arbeitern sprechen, ne? Wir müssen Franz Wall helfen, das ist, machen wir es so. Die sprechen mit denen hier. Und wir gehen, ach nee, stimmt, wir haben ja nicht das Geld. Wir müssen Spenden sammeln gehen. Wir wechseln uns ab. Wir kriegen das schon irgendwie hin. Wir versuchen es mal so. Ja. Ein Unterstützer verloren. Aber wir haben 4 Mark bekommen. Huerthofer trifft sich mit Kollegen unseres Unterstützers in Kreuzberg und versucht sie... Oh nein. Durchziehen. Wir ziehen das jetzt durch. Der Augenzeuge geht wieder. Stellt fest, dass es zum Glück immer noch Menschen gibt, die Nazis... Die ging, okay. Wurde gesehen, Hubert denkt, dass er gesehen wurde. Shit. Besucht die treuen Unterstützer. Und wir werden gesehen. Nein, werden wir nicht. Okay. Tag von Potsdam. Die Eröffnungsfeier des neuen Reichstags fand an der Potsdamer Garnisonkirche statt und wurde vollständig im Radio übertragen. Die Feierlichkeiten wurden in Anwesenheit von Reichskanzler Hitler und Reichspräsident Hindenburg durchgeführt. Zwischen der Tschechoslowakei und Deutschland herrscht ein Handelskrieg. Berlin stellt die Zahlungsreiseverkehr zwischen beiden Nationen ein. Die Nazis eröffnen in Dachau ein Lager zur Umerziehung politischer Gegner. Sie nennen es Konzentrationslager. Ah, oh, das Dachau ist schon geöffnet. Sie haben mich gefeuert. Ich habe meine Stelle verloren, sagt Franz Wall. Mhm. Ich glaube, er wurde wirklich entdeckt. Warum? Was aber? Warum? Frage ich. Jemand muss meinem Chef verraten haben, dass ich für die Kommunisten gestimmt habe, sagt Franz. Verdammt, ich weiß nicht, wie ich die nächste Miete oder mein Abendessen bezahlen soll. Wir können dir Geld geben, wir können dir da leider nicht helfen. Wir müssen ihm Geld geben, es geht nicht anders. Wir helfen dir mit etwas Geld, bis du etwas Neues findest. Nimm die 10 Mark. Ich fürchte, das ist alles, was wir momentan entbehren können, sag ich. Aber es ist ein Vorteil, er bekommt wenigstens was. Oh nein, hier sind immer mehr SA unterwegs. Aber wir können das jetzt hier machen. Wir probieren es. Hier irgendwas machen. Gelingt es uns, die NS-Propagandastelle zu sabotieren, wird die Welt erkennen, wie ernst wir es meinen und dass es immer noch Menschen gibt, die bereit sind, dieses Regime zu bekämpfen. Wir haben keinen Brandsatz. Können wir ausbrechen? Adam Herzog haben wir erfahren, dass was in den A-Folterlagen vor sich geht. Wir müssen diesen Menschen helfen, versuchen, ihre Flucht zu organisieren. Wir haben keine SA-Uniform. Aber nicht mal Papier können wir kaufen. Oh, das ist natürlich ganz schön. Nee. Wir lassen es so, wie es ist. Hauptsache, sie wird nicht wiedererkannt. Ein Unterstützer verloren. 5 Mark. Josef Müller hält sich bei unseren Kontakten um und besucht alle Kneipen, in denen sich mit... Oh, oh. Ruhig bleiben, weitermachen.
Der Umzug geht wieder, er erfährt, dass die SA jemand gefasst, der der Beschreibung von Frau... Oh nein. Sie wurde tatsächlich gefasst, ne? Oh nein. Der neue Reichstag verabschiedet gegen die Stimmen der Sozialdemokraten das Ermächtigungsgesetz. Jetzt kann Reichskanzler Adolf Hitler Gesetz 100 den Reichstag beschließen. Das ist das Größte. Oh. Hitler weist alle Vorwürfe in ausländischen Zeitungen zurück. In Deutschland besteht keinerlei Gefahr für Juden. Goebbels kündigt die politische Säuberung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und der Medien an. Dem 1. April sendet das Deutsche Radio täglich von 19 bis 20 Uhr eine Stunde der Nation unter der Leitung seines Ministeriums. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und mal schauen, was dann passiert. Ich glaube, wir sind da schon sehr an der Grenze. Ich glaube, wir werden auch bald gefasst. Von daher bedanke ich mich herzlich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Auf dann.